So, herzlich willkommen zurück. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Alter, mit der Hand. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Salzautomat, nice. Lecker. So. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs ins Dock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Ja, wir haben eine Wumme in der Hand. An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Stört gar keinen. Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Shock Jockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier! Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Ach da, ja. Gentlemen! Oh, läuft hier dagegen. Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Handelt! Der Engel Columbia ist auf meiner Seite. Lol, was? Alter, der Kopf. Oh, wir müssen irgendwie auf Range. Wow. Triple Kill. Das reicht! Alter. Die versteckt sich bei den Leichen, hallo? Ich wusste doch, du bist ein bisschen hart. Geil, hast noch die Kerle gelootet. Danke. Dankeschön. Danke. So, wo geht's jetzt lang? Was ist denn das? Hier war was. Nee, egal. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet. Hall of Heroes, bis auf weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Entschuldige! Da ist nichts. Und Unschuldige gleichermaßen. Ja. Was ist das für ein Blick? Zum Teufel. Stimmt etwas nicht? Nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne einen Riss. Scheiße. Nach Paris, gell, wo wir hin wollten. Was ist das? Richtig das ist schlau. Ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht.
Aber da... Da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie! Nein. Ich versuch's ja! Schließ sie! Das brust aber auch gerade, ne? Passt nicht. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber... Mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Den Himmel beugte Comstock kein Bock auf sowas. Was haben wir hier, lol? Wir trinken das einfach, keine Ahnung, was das ist. Nice. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Okay, ne. Salze voll. Wir probieren das gleich mal aus. Einen Moment. Ganz ruhig, ja. Leute, verschätze ich schon. Ihr alle habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Der kriegt das ab, ne, der. Aber ich sage euch klipp und klar. Cornelius Slade ist kein Held. Er hat so lange in Finkton gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ging es nach Slade, säßen diese Farbigen und Kartoffelfresser in Comstock House. Okay, wir fangen an. Lol, das war aber die Krähe. Kann man denn nochmal wechseln? Nee, das war... Hä? Nee, das war das Pferd, sorry. Das war das Pferd, nur sah das komisch aus. Achtung, Krähe! Du wirst hier sterben! Wo denn? Gute Nacht. Wenn wir hier Headshots verteilen, so. Wenn die mal stehen bleiben würden. Oder wir ballern die einfach um. Geht schneller. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Geld. Okay. Danke sehr. Vielen Dank. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Das wird absolut fantastisch. Lol, das Ding in ihrer Hand. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Aber eben hat sie sich beschwert, ne, dass wir Leute gefunden haben. Wir können die Skyline zur Hall of Heroes nehmen oder wir suchen in der Bar die Straße runter nach Nützlichem. Warte, sind die hier richtig? Oder ist es das da? Gibt's auch eins. Kommst du mit? Ja, sehr gut.
da lang. C. Kommt sie mit? Nice. Ist das das Ziel? Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Da ist was Rotes. Gucken. Panzerfaust. Was? Lol. Okay, wir haben mal die Schrotflinte aufgegeben. Wir dürfen nur zwei Waffen besitzen. Das ist ein bisschen komisch. Lol. Kommt nur her, ey. Brauche ich nicht. Alter, ich brauche das nicht. Okay, doch. Wir sehen nichts. Wir haben gute Augen, aber wir sehen nichts. Lol, Alter. Mehr habe ich nicht. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rock-Jockey und dann nichts wie weg. Mist. Ich wollte eigentlich die Panzerfaust benutzen. Aber eine Sniper kann man nicht wegwerfen. Ey. Boah, die ist ja herrlich. Ups. Bin noch da. Danke. Na also. Nice. Das war's, ja? Hall of Heroes. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Das sieht so lustig aus, die Maschine. Suche Shockjockey in der Hall of Heroes. Jawohl. Kaufen soll man das aber nicht, ja? Box nicht. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie! Oder ein echter Soldat! Alter, mit der Sniper. Ich kann nichts finden. Ich hab Munition. So, wir no-scopen die alle. Bam. Riech ich die Muni? Siehst du? Hallo, Muni? Siehst du, du bist ein Killer-Booker. Gib uns das Shock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Geil. Was nehmen wir denn? Ich fand Schild nicht übel, ne? Ich fühle mich schon besser. Im nächsten Mal zuerst Schild, ja? Was ist das? Lockpick?
Okay. Kann man hier lang? Nee. Verschlossene Türen öffnen. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Es kommt nicht mehr. Testen Sie schon heute die Produkte von Mord. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Okay, die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Ein Schädertod! Da drüben, Feuerwehr! Ich bin schon am Suchen. Schmuggler! Munition! Helft! Hier, das soll helfen! Schön. Lol. Oh, wir müssen gar nicht scopen. Lol, der Kopf. Glaubst du kannst mich aufhalten? Gebt euer Bestes! Ja, wir snipen nicht, glaube ich. Ich sehe zu, dass ich noch was Bleib finde. Stehen. Alter, das ist so brutal. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancers. Wer sind die Ghost Dancers? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten! Sie wollen uns zum Schweigen bringen! Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Hier lang? Close only. Oh, geil. Ein Geschenk. Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schildes um eine Sekunde. Das finde ich sehr gut. Vergleich anzeigen. Nahkampfziele werden zurückgestoßen, das ist ja kacke. Wir nehmen das auf jeden Fall. Anlegen. So. Karabine. Ja, wir gucken mal kurz. Wäre der vielleicht besser? Ja, das war's auch schon mit der Sniper, wie es ausschaut. Komm raus, damit ich dich sehe! Wo seid ihr? Das arme Mädchen, ey. Wir killen hier alles und schleppen sie mit. Okay. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen.
Mit Heulen und Schreien, das Kriegsbeil blutrot. So brachten sie uns... Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat! Und ich bin da! Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein! Seht, ob ich recht habe! Bitte sehr! Danke. Verfehlen mir die Hälfte der Schüsse. Jawohl, Elisabeth. Kein Soldat wird mich je besiegen. Sorry, mehr habe ich nicht. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. David. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Ich hab Munition! Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? So, verbessert Schub- und Bremskontrolle. Nee, Quatsch. Brauchen wir nicht. Was ist das? Panzerfaust. Wollen wir die mal ausprobieren? Komm, wir müssen die mal ausprobieren, ja. Toll. Boah. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Suche nach Slade hinter dem Denkmal. Upsala. Elisabeth? Ey, mach mal. Kannst du ein bisschen weiter weg von mir? So. Nice. Wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte. Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben, doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. What the fuck? Was ist das für ein Vergleich? So, Elisabeth? Mehr Geld. Hep. Danke. Gut. Hier ist aber auch noch welches.
Liegt da einfach rum, wir nehmen das mal. Ja, ist hier auch welches? Ja, heute nicht. Wir gucken morgen nochmal, ja. So. Ich mach nur Spaß, ne? Wenn ihr Geld auf dem Boden sieht, irgendwo ein Brunnen oder so ist, nimmt das nicht mit. Nimmt das nicht. Hä, wie, was machen wir dann? Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da! Ah. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Aber wenn wir Pech haben, bist du mich für immer los. Yes! Aber klar. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Kann ich hier runter, bitte? Ah, war klar. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Öffne ihn! Ich kapiere zwar gar nichts, aber ich beschwere mich nicht. Oh, woher? Dauert noch ein wenig. Hier, Booker! Vielen Dank. Das Ding macht irgendwie nicht so viel Damage. Seh zu, ob ich noch was finde. Okay, doch. Nice, der hilft uns. Boah, die Sniper, ja, Mann. Die Sniper ist weg. Töte mich doch, wenn du kaputt. Comstocks Schusshündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bugge? Magazinvergrößerung kaufen wir mal. Sehr schön. Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Medizin-Kids. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien Vaterlandswald. Doch hier verlieren wir euch, der Horstdokters Knie für unsere Prophetie. Blechmänner, Booker. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Lol. Oh mein Gott, weg da, weg da. Das Getriebe! Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen! Du musst ein Schloss knacken. Ich probier's mal. Sehr schön. Kurzer Cut, ja? Erledigt. Bis gleich.